herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind in Flachau beim Tauernhof und dürfen erleben, was die alles an Bike- und Sportangebot haben. Und heute sind wir schon mal bei der Reiteralm oben. Hier gibt es unter anderem einen coolen See, ein Trampolin, mega Blick zum Dachsteingebirge. Und für uns geht es natürlich erstmal ab auf den Trail. Ein kleines Briefing für uns, damit wir wissen, wo es hingeht. Es gibt hier zwei getrennte Trails, einmal blau, einmal rot. Jetzt fahren wir erstmal alle zusammen runter und die nächsten Runden wird dann getrennt. Heute sind wir in Flachau und fahren einfach mal ein paar Trails. Mega Aussicht. Halt du immer auf dem Trail, komm, gell? Genau erwischt. Die Trails waren so, dass die Biker richtig viel Spaß hatten, aber auch ich mit dem Kleinen fahren konnte. Also quasi für jeden was dabei. Oh, Shortcut! Und mit dem schnelleren Radl ist der geil unterwegs. Oh. Oh. So, Della, wir fahren jetzt mal Route 66 Reiteralm Trails. Mega geil. So schauen die Hotelzimmer vom Tauernhof in Flachau aus. Wir wurden geladen, weil das ein sehr bikefreundliches Hotel ist und die dachten, dass es auch für den ein oder anderen von euch super interessant sein könnte. Unter anderem gibt es da eben geführte Touren in vielen Schwierigkeitsleveln, aber auch Testbikes und vieles mehr.
Schaut mal, das ist der Lobbybereich mit der Bar. Und jetzt müssen wir ab in den Indoor-Spielplatz. Da ist der Indoor-Spielplatz. Perfekt für schlechtes Wetter. Wir haben jetzt ja leider nicht so viel Glück. Heute Anreisetag mit Regen. Aber kein Problem, weil auch bei Regen ist hier einiges geboten. Ein Kino? Wow! Und ein riesiger Spielebereich. Weil man die ausleihen kann. Hallo. Oh, das ist die besagte Halle. Die sieht mega aus. Und da ist auch ein richtig geniales Trampolin am Start. Wow. Wow. Ein riesen Bike-Parcours vor dem Haus. Und Abendessen gab es dann in der Steakhütte, die ist direkt neben dem Hotel. Da kann man entweder beim Buffet im Hotel essen oder man gönnt sich eben ein Steak nebenan. Wichtiger als die Hauptspeise ist aber natürlich der Nachtisch. Und da hatten wir so Glück, da gab es an dem einen Tag sogar Nachspeisen-Buffet und das war wirklich gigantisch. So, da hat schon einer bei der Müsli-Auswahl zugeschlagen. Hier gibt es alle möglichen Säfte, die gibt es sogar den ganzen Tag über. Und die Zapfanlage ist so hoch, dass man genau eine 750 Milliliter Bikeflasche drunter bringt. Milchreis und warmes Müsli. Was gibt's denn hier alles? Was gibt's bei dir alles? So. Wow. Oh. So sieht das Hotel von außen aus und auf der linken Seite seht ihr auch den riesen Bike-Verleih und eben die Halle. Nach dem Biken ging es dann natürlich auch noch ab in den Pool. Und wer für den nächsten Tag wieder saubere Bikewäsche braucht, der kann das auch einfach unten in so ein Körbchen werfen, dann wird sogar für einen gewaschen. Also dort gibt es nichts, was das Bikerherz nicht begehrt, traue ich mich zu behaupten.